Morgen findet zum 25. Mal die Tour der Ruhr statt und ich freue mich sehr, heute eine der Organisatoren begrüßen zu dürfen, Christina Beckermann. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Ja, hallo. Die Tour der Ruhr hört sich ein bisschen an wie ein Fahrradrennen. Was steckt dahinter? Also wir fahren entlang der Ruhr, deswegen Tour de Ruhr. Das war wohl seit 25 Jahren immer Ziel der Tour de Ruhr. Wir fahren in diesem Jahr von Bergham los und fahren dann nach Duisburg, was unser Ziel ist. Nicht direkt an der Ruhr entlang, weil es einfach von dem Weg her nicht möglich ist, aber das Ziel ist die Ruhr. Aber es geht nicht um Fahrräder, sondern um Elektroautos. Zum 25. Jubiläum wird da was Besonderes auf die Beine gestellt, was das Programm angeht? Also wir haben auf dem Programm in Witten die Feuerwehr, die schauen wir uns an. Dann haben wir in Oberhausen das LVR-Museum, also die Zinkfabrik Altenberg. Und da schauen wir uns die Ausstellung Aufgeladen an, die auch was mit Elektromobilität zu tun hat. Und danach fahren wir noch nach Duisburg zum Mühlenweide. Wo wir dann eine Hafenrundfahrt machen durch Europas größten Binnenhafen. Gibt es auch ein paar Fahrzeuge, die dabei sind, die ein bisschen außergewöhnlicher sind? Also es gibt außergewöhnliche Fahrzeuge, die eventuell Probleme mit der Reichweite haben, beziehungsweise die halt öfter nachladen müssen, weil es halt einer der älteren Fahrzeuge sind. Und es gibt halt zwei Fahrzeuge, die von der Hochschule Bochum sind. Das sind Solarfahrzeuge, die fahren tatsächlich mit Sonne, also mit Sonnenstrom. Ja, die Tour mit, ja. Das sind aber wahrscheinlich nicht so Autos, wie man sich die so vorstellt. Die Sonne knallt drauf und es rollt langsam los. Nein, das sind eigentlich ganz normale Fahrzeuge. Die fahren auch ganz normale Geschwindigkeiten und sind halt Einzelstücke, weil sie halt von Studenten gebaut werden für die World Solar Challenge. Also es ist der SolarWorld GT, der teilnimmt und ThyssenKrupp Sunriser. Also ThyssenKrupp ist auch mit dabei. Ja. Dürfen eigentlich nur Vereinsmitglieder, also vom Verein ISOR mitfahren oder wie funktioniert das? Also mitfahren darf jeder, der elektrisch unterwegs ist, also der Spaß daran hat, an dieser Tour teilzunehmen. Mhm. Also eine Beschränkung gibt es nicht. Nur schlafen in der Ökologiestation in Bergham in dem Gästehaus ist nicht mehr möglich, da wir ausgebucht sind. Sie haben es gerade schon gesagt, die Tour endet in Ruhrort und zwar auf der Mühlenweide. Wieso haben Sie sich gerade für Duisburg entschieden als Zielort? Da die Ruhr in Duisburg in den Rhein mündet und die Ruhrmündung da ist, war das das Ziel, weil wir letztes Jahr von der Ruhrquelle losgefahren sind und jetzt zur Mündung wollten, ist das das Ziel. Und Sie als Organisatorin, worauf freuen Sie sich am meisten morgen? Morgen freue ich mich am meisten, dass alles funktioniert, alle Teilnehmer vernünftig zur richtigen Zeit da sind und alles einfach nur klappt. Und am Sonntag hoffe ich, dass alles wunderbar geklappt hat, das ganze Wochenende. Frau Beckermann, vielen lieben Dank für den Moment. Wir sprechen gleich weiter über die Tour de Ruhr. Liebe Zuschauer, wir schauen uns aber jetzt erstmal an, was man sonst noch so in Duisburg erleben kann bei dem Studio 47 Termintipp. Immer noch bei mir zu Gast Christina Beckermann, Organisatorin der 25. Tour der Ruhr. Schön, dass Sie immer noch bei uns sind. Wie kam es bei Ihnen eigentlich dazu, dass Sie sich mit Elektromobilität auseinandergesetzt haben? Also es hat angefangen, als der Renault Twizy offiziell auf den Markt kam. Wir sind hingefahren, haben den in der Werbung gesehen, sind dann hingefahren, sind in Probe gefahren und haben den gekauft. Und dann haben Sie sich überlegt, wir suchen noch andere Leute, die ebenfalls so viel Spaß dran haben und sind wahrscheinlich so zum Verein gekommen, oder? Genau, bei uns in der Nähe war eine Veranstaltung, ich glaube, das war sogar die Tour de Ruhr. Mhm. Und da sind wir dann einfach mal hingefahren, haben uns das angeguckt und so ist man da so langsam reingewachsen. Man könnte ja meinen, so ein Verein, der sich mit Elektromobilität befasst, der ist auch irgendwie so eine Art Umweltschutzverein. Ist das in diesem Fall auch so? Also es muss in der Vergangenheit so mal gewesen sein, dass viel für Umweltschutz getan worden ist. Momentan sind es Serienfahrzeuge und Umwelt spielt bei vielen mit Sicherheit noch eine Rolle. Aber für uns Junge, würde ich jetzt einfach mal für uns sprechen, liegt wirklich der Spaß im Vordergrund. Und die Geselligkeit mit den anderen Tourteilnehmern oder überhaupt die Leute, die da vorbeikommen, einfach Fragen stellen, interessiert sind, einfach daran Spaß zu haben, ja. Ja, Sie fahren selbst ein Elektroauto. Wieso können Sie es nur empfehlen? Also ich bin damit zufrieden. Ich komme damit an meine täglichen Strecken, die ich zu fahren habe. Ja. Sie kommen damit aus? Ich komme damit aus, und ja. Und es macht Spaß? Genau, und es macht Spaß. Muss ich vielleicht auch irgendwas an der Struktur ändern, damit das vielleicht attraktiver für noch mehr Leute wird? Ja,
Also an der Ladeinfrastruktur sollte schon noch was getan werden. Also ich finde, die Bundesregierung sollte doch noch ein bisschen daran arbeiten, eventuell auch tatsächlich auf den Autobahnen. Ich meine, die sind dran, aber es sind anscheinend immer noch nicht genug. Und wenn die daran arbeiten, glaube ich, und die Leute dann wissen, die haben wirklich viele Möglichkeiten, irgendwo ihr Elektroauto zu laden, dann wird es auch mehr werden. Wie sieht es mit den Ladestationen in Duisburg aus? Funktioniert das gut? Momentan, also wir kommen ja nicht aus Duisburg, wir haben uns zwar informiert, was in Duisburg ist. Die Ladestationen, die hier stehen, die öffentlichen, sind von den Stadtwerken Duisburg und leider sind die wohl nur für Stadtwerke-Kunden zugänglich. Es wäre schön, wenn die Stadtwerke Duisburg das sehen würden und es dann vielleicht auch mal ändern würden und das ein bisschen freier gestalten würden. Gibt es da vielleicht irgendeine Stadt, wo Sie sagen, da läuft das wirklich vorbildlich? Sie haben ja im Vorgespräch erzählt, da gibt es eine Stadt oder einen Anbieter, der sogar kostenlos Strom verteilt quasi. Das sind mehrere. Also meistens ist es in den Städten, wo es nur ein oder zwei oder wirklich wenig Ladestationen gibt, weil es sich einfach nicht lohnt, dann ein Abrechnungssystem zu hinterlegen. Und wenn sie dann auch nicht in irgendeinem Verbund Mitglied sind oder wo das dann abgerechnet wird, dann sind die meistens kostenfrei. Frau Beckermann, vielen lieben Dank, dass Sie heute bei uns waren. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß bei der Tour de Ruhr. Danke.